Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Maxim war in der Drogerie und hat echt wirklich, ja, spannende Sachen gekauft, die ich euch gerne zeigen würde. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video so ein bisschen aufmuntern kann. Erste Mal Rossmann seit, ja, fast 3, 4 Wochen, also mindestens seit vor dem Urlaub. Seitdem ging es ja hier so ein bisschen ab, aber das hat mich nicht davon aufgehalten, gestern hinzufahren, um ein paar spektakuläre Sachen, Neuheiten aus dem Oktober zu finden. Und die würde ich euch gerne zeigen. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und ihr mir einen süßen Kommentar hinterlasst. Ich stelle euch im Laufe des Videos immer mal so ein paar Fragen und würde mich freuen, wenn ich eine Antwort von euch kriege. Let's go! Ich habe das Video gerade schon mal angefangen und ungefähr bis zur Hälfte durchgehabt, bis mir aufgefallen ist, dass die Speicherkarte voll war und die Kamera nicht aufgezeichnet hat. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr 12 Minuten Tonaufnahme ohne Video. Deswegen machen wir es nochmal. Ich habe angefangen mit dem ersten Produkt und das war das hier. Ihr wisst es, es kommt nichts, auch nur annähernd, annähernd an das Barbershop-Deo ran von L'Oréal Man Expert. Aber ich hatte gestern, stand ich davor, hatte hier Barbershop und hier hatte ich Fresh Extreme. Mit Boosted Fresh Technology. Funktioniert das auch als, weiß ich nicht, Keilrahmenöl oder so? Und ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren. Das riecht ein bisschen. Ja, es riecht. Also, es riecht auch sehr, sehr gut. Aber das ist eher so ein Deo. Das ist eher so ein bisschen frisch, ein bisschen sportlich. Man mag es mir kaum ansehen, aber manchmal möchte ich auch einfach riechen wie ein Kerl aus der Umkleidekabine. Das ist ein typisches Herrendeo. Aber frisch und nicht so. Das klingt immer so abwertend. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich es meine. Aber es gibt diesen einen Geruch, wenn ihr früher in der Schule mal in die Umkleidekabine der Jungs oder ihr bei euch, bei den Jungs gewesen seid, da hat es halt auch immer so gerochen nach Axe Dark Chocolate, ne? Das ist nicht so meins. Es riecht aber sehr, sehr gut. Es ist ein bisschen erwachsener. Habe ich mitgenommen. Was ich ebenfalls mitgenommen habe und ich bin echt überrascht. Erinnert ihr euch vor, müsste jetzt fast ein Jahr her sein, da war ich bei Rossmann und habe auf dem Isana Trendtower ein Produkt entdeckt. Aus dieser, wie sagen wir es jetzt neuerdings, inspiriert durch Rituals Produkte, Pflegeprodukte von Isana. Jetzt gibt es die Calm-Version. Letztes Jahr gab es die in Rot. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, weil ich dieses Klebchen abgeknispert habe. Das ist die verwöhnende Handlotion, die einfach hautneutral sein soll und pflegen soll. Wir probieren sie gleich mal aus. Sie riecht ein bisschen floral, aber bei weitem nicht so stark, wie sie es letztes Jahr getan hat. Sie hält immer noch, ne? Es war ein bisschen schwierig, im Sommer bei 36 Grad eine Handcreme zu benutzen, die nach, weiß ich nicht, Spekulatius, Zimt und Sandelholz gerochen hat. Die riecht aber gut. Das Schöne bei dem Produkt ist, das zieht schnell ein. Du hast nicht Ewigkeiten so einen schmierenden Film hin, aber ihr kennt meine Macke. Ich muss sofort, sobald meine Hände nur einen Tropfen Wasser berührt haben, muss ich meine Hände eincremen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gehört, dass es bei vielen von euch auch so ist. Deswegen bin ich da ehrlich gesagt gar nicht so schockiert, dass ich so eine kleine Spelunke da im Kopf habe. Ja, also kostet, glaube ich, maximal 2 Euro. Ich glaube 1,29 oder so. 200 Milliliter. Also das andere steht immer noch davon letztem Jahr. Würde ich dann jetzt aussortieren, ist jetzt auch durch. Ich habe schon, der Pumpkopf ist mittlerweile sogar schon kaputt, dass ich das hier immer dann so rausdrehen musste. Deswegen habe ich mir einfach das jetzt nochmal in Lila mitgenommen. Packaging ist sehr, sehr schön. Wir haben hier diesen gebürsteten Plastik. Sieht aus wie gebürsteter Stahl. Sieht ehrlich gesagt ziemlich hochwertig aus. Ihr wisst es, ich bin ein großer, großer Fan von dem Body Oil von Jean & Len. Allerdings mag ich die Verpackung davon nicht. Ich hatte mal gesagt, dass sie die Verpackung geändert haben, aber ich war einfach zu doof und habe was Falsches gegriffen, habe ein anderes Produkt gegriffen. Das Plastik, also das kommt in so einer Plastikpumptube, das ist so dünn, das ist wie, als würdet ihr so einen Gefrierbeutel mit Öl füllen und oben Pumpkopf drauf machen. Der Duft ist phänomenal. Jetzt habe ich aber das hier gefunden von Fenja. Ich weiß, dass meine Mutter irgendwas von Fenja im Bad stehen hat. Und jetzt habe ich ein Bodyöl von denen mitgenommen. Was ich sehr, sehr gut finde, oh, jetzt sind meine Hände so cremig. Ist, dass es einen Sprühkopf hat. Hier sind 145 Milliliter mit drin, made in Germany.
und soll die Haut verwöhnen mit Avocadoöl und wertvollem reichhaltiger Shea Butter. Die leichte Textur zieht schnell ein, zudem umhüllt sie ein sinnlicher, cremiger Duft. Finde ich ganz spannend. Wir probieren es mal aus. War vielleicht nicht die intelligenteste Idee, meine Hände einzucremen. Das mag ich nicht bei Pumpköpfen, ne? Dass du dann eine Stunde dir einen abpumpst. Oh, jetzt. Oder? Ja. Also es kommt ein Sprühnebel raus. Oh. Es riecht spektakulär. Es riecht ein bisschen nach Vanille, aber auch so ein bisschen blumig. Oh, ganz toll. Ganz toll. Hat ein bisschen was von Sommer. Ist jetzt nicht so sofort so ein trockenes Öl. Der Duft ist halt toll. Ich liebe, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich wahrscheinlich einfach, weil ich dieses Gefühl sehr gerne mag. Ich liebe Öle. Egal was. Sei es Seifen, die aus Olivenöl handgeschöpft werden. Oder Bodyöle. Haaröle. Ich habe mir sogar das von Nux gekauft, wobei mir das schon sehr, sehr stark riecht und sehr lange. Das riecht toll, aber das riecht so, wie ich riechen möchte, wenn ich aus der Dusche rauskomme. Also bis First Impression sehr, 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 sehr gut. Die Haut sieht gleich so ein bisschen, ich glaube, hier kann man es ganz gut erkennen, so ein bisschen weicher, ein bisschen gepflegter aus. Und du hast jetzt nicht so dieses Schmierige, ne? Das hast du oft, wenn du Olivenöl auf deinen Arm schmieren würdest, hast du 10 Tage lang so einen öligen Film. Das zieht schnell ein und fühlt sich aber auch gar nicht schlecht an. Apropos Pflege und Dusche. Ich habe eigentlich immer, kennt ihr auch, das von Darf. Dieses in dieser grauen Verpackung. Aber die Verpackung, oh, die macht mich wirklich... Okay, wenn das meine einzige Sorge ist, dann ne, ist alles gut. Aber du musst halt so fest irgendwann drücken, dass ich habe keine Kraft in meinen Armen. Das hier ist jetzt aber von Dusch das. Kokos und Shea Butter. Und das in Kombination, ne? Ich bin eine Duftmaus, ne? Ich möchte, in dem Moment, wo ich in die Dusche steige, benutze ich schon etwas, das seht ihr bald, da bin ich sehr, 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 sehr stolz drauf, dass ich das umsetzen konnte, lege ich etwas in die Dusche für diese Aromatherapie. Ich bin großer Fan von Aromatherapie. Dann dusche ich mich mit Kokos und Shea Butter. Haare, ein Conditioner, der irgendwie toll riecht. Dann komme ich raus, trockne mich ab und öle mich ein mit einem Öl, was toll riecht. Ich möchte, dass du mich 100 Kilometer gegen den Wind riechst. Ich liebe das. Ich liebe Duft. Das ist so ein Wohlfühl. Ich fühle mich, das ist ganz verrückt. Ich habe eine sehr empfindliche Nase. Und sobald ich irgendwo bin und es nur ein bisschen unangenehm riecht, ist ganz, ganz schlimm. Schlimm. Ich mag das einfach nicht. Ich liebe es, wenn etwas sehr, sehr gut riecht. Und da dachte ich mir, komm, das Duschstoff einfach mal mit. Übrigens, ich habe auch gleich 3 Make-up-Produkte für euch. Also bleibt unbedingt dran. Die solltet ihr euch wirklich nicht entgehen lassen. Klassiker, der immer wieder mitkommt hier für mein Studio, sind die Tücher. Kosmetiktücher ist jetzt nichts Spektakuläres. Kann ich gleich hier abmachen. Ela. Ela ist jetzt da von Pamela Reif. Und ich bin ja jetzt nicht die Maus, um groß Haarprodukte zu reviewen, aber Spoiler-Alarm, es klappt nicht für das, was ich gedacht habe. Und Pamela hat ja eine sehr, sehr umfangreiche Pflegeroutine für ihre Haare rausgebracht. Bei Rossmann gab es leider nicht das Volumenpuder, das wollte ich haben, werde ich dann nochmal zu DM gehen. Ich habe mir das Babyhaarwachs gekauft. Hater würden sagen, Maxim, du hast keine Babyhaare mehr, du hast eine receding Hairline, deine Hairline ist kein Babyhaar mehr, das ist eine Old Man Hairline. Ich dachte, das ist ein Wachs und ich dachte, so hätte es ich gemacht, ich hätte einfach dieses Anastasia Beverly Hills Brow Freeze als Babyhaarwachs benutzt. Und ich dachte, dass Pamela das auch macht. Nee, das ist wirklich ein Wachs, kommt in so einer cremigen Verpackung, ich bin auch schon gestern reingegangen. Ich dachte, dass man das vielleicht für die Augenbrauen benutzen kann. Es ist sehr, sehr cremig. Es riecht sehr gut. Es riecht 1:1 wie Keksteig. Und ich dachte, dass man das vielleicht mit so einem Spoolie hier durch die Augenbrauen geben kann. Würde vielleicht sogar funktionieren. Aber das Problem ist, dass das... Also es wird nicht fest, ne? Das ist... Es fühlt sich einfach an wie so ein Leave-in-Conditioner. Es wird nicht mal klebrig. Also ich... Da brauche ich so ein bisschen eure Hilfe. Wenn ich Babyhärchen hätte, oder ich kann ja hier so ein bisschen meine Haare in place legen, das hält nicht, ne? Also das ist nichts, was, ja, vielleicht ein bisschen, aber
da würde ich jetzt nicht vertrauen drauf. Gerade wenn du vielleicht texturierteres Haar hast. Nee, also weiß ich nicht. Da habe ich mir was anderes gewünscht. Es riecht aber sehr gut. Aber für die Haare, also weiß ich nicht. Apropos Haare, Isana wieder mit am Start. Die sind ja wirklich gerade hinterher. Die machen uns Content-Creatern das Leben wirklich gerade schwer. Mit den immer mehr auftauchenden günstigen Alternativen zu sehr beliebten Produkten ist es für uns natürlich aktuell ein bisschen dünnes Eis. Aber Isana dachte sich, komm, wir machen jetzt mal die Plex-Reihe. Ich glaube, die gab es schon mal. Ich glaube, sie haben sie neu gemacht und ausgebaut. Und jetzt wirklich sehr, sehr ähnlich vom Aufbau her wie Oh, la. Plex. Sie haben einmal hier das Pre-Treatment. Das machst du auf die Haare rauf, lässt das ganz, ganz lange drauf. Dann wäschst du das aus. Dann kommt das Shampoo. Es riecht sogar so ein bisschen nach Ola. Plex. Und dann dazu die Spülung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es genau dasselbe sein wird, aber es soll geschädigte Haarstruktur wieder aufbauen mit Kera-Reis und Phytoproteinkomplex. Ich muss dazu sagen, es muss ja gar nicht immer Dupe sein. Es reicht ja schon, wenn's, oder Alternative, wenn's ein gutes Produkt ist, was gut funktioniert, was eine Reihe ist. Deswegen, ich werde das mal ausprobieren. Ich habe die Originalversion hier. Bin ich auch ein bisschen, aber nee, ich darf keine Sachen reviewen, weil meine Haare haben eine Lebensdauer von vielleicht in einem halben Jahr und dann sind sie wieder abgeschnitten. Ne? Also da passiert nicht viel. Ich probiere es trotzdem aus, einfach vom Gefühl her. Gebe euch dann da bald ein Update. Und wo ich sehr gespannt war, war das hier. Jetzt ist nämlich wieder die Zeit, die Heizung ist an und die Fenster sind zu. Und da kann es ein bisschen gut riechen. Und Dumol hat Parfum in Style Raumduft rausgebracht. Die Duftprobe hat leider nicht funktioniert. Deswegen riechen wir jetzt einfach mal so dran. Das ist immer sehr konzentriert. Auch riecht aber gut. Ja. Sehr. So ein bisschen wie ein Spa. Ja, also ich mag das ganz gerne. Die Ipuro-Dinger sind natürlich auch echt gut, aber also, was kostet das 30 Euro für einen Raumduft? Nee. Ich bin nicht Beyoncé. Ich bin nicht im Weißen Haus. Dumol ist auch gut. Ich mag so eine Duftdinger ganz gerne. Ich passe immer ein bisschen auf, weil wir ja zwei Haustiere haben. Im Haupthaus gibt es das alles nicht. Ich habe das nur bei mir hier unten, wo keine Tiere sind. Deswegen ist das dann in Ordnung. Da bin ich aber persönlich immer ein bisschen empfindlich. Ich möchte nicht unbedingt, dass die Kater haben so eine empfindliche Nase. Das muss nicht sein. Ohne Rezeptur, ohne Mikroplastik. Und es gibt auch andere Düfte davon. Ich glaube, in Weiß gab es das nochmal. Das soll ein bisschen nach Muskatnuss und Pfeffer riechen. Ja, doch, kommt dem schon ganz nah. Ich gebe euch ein Update, wie lange das im Raum gehalten hat. Und wir kommen mal einmal kurz zum ersten Make-up-Produkt und zwar eine Foundation. Die habe ich jetzt nicht gekauft, aber ich habe sie schon bei Rossmann gesehen. Und zwar ist es die Manhattan Lasting Perfection Foundation. Großartig. Großartige Foundation. Ich trage sie auch heute und guess what? Ich habe kein Puder benutzt. Ist ein großes Ding für viele von euch im Moment. Das ist ein Make-up mit Hyaluronsäure und Niacinamin. Es hat eine hohe Deckkraft. Du kannst sie aber leicht benutzen. Also nur wirklich mit einem sehr, sehr großen Pinsel und dann weniger aufbauen. Und das Finish ist halt ganz besonders schön. Es ist so ein bisschen luminous, aber nicht glowy. Aber trotzdem deckend, ohne dass du es fixieren musst. Meine beste Freundin war gestern da. Wir haben gedreht und ich habe sie geschminkt damit. Und es sah großartig bei ihr aus. Tolle Foundation, Lichtschutzfaktor 20, vegan und clean und mit Hydration Boost. Also du merkst auch am Abend, ich habe die jetzt schon echt oft benutzt, ne? Du merkst am Abend, dass sie wirklich die Haut nicht ausgetrocknet hat. Das habe ich oft bei Foundations, die alles, was nicht glowy ist, ist bei mir austrocknet an Foundations, weil meistens Kaolin enthalten ist, ne? Um diese Base und dieses Mattierende mit drin zu haben. Und das trocknet meine Haut so ein bisschen aus. Hier ist aber die Hyaluronsäure mit drin, dadurch trocknet das nicht aus und die Haut fühlt sich abends nicht so leblos aus. Große Empfehlung, eine so ein bisschen Enttäuschung, aber ich falle halt auch immer wieder drauf rein. Ich gebe eben immer wieder eine Chance. Hast Naturkosmetik, aber wobei ich finde es ehrlich gesagt gar nicht schlecht, aber es ist einfach nicht meine Farbe. Aber ich weiß, dass es für viele von euch die Farbe sein wird, weil ihr dieses Pink nicht so gerne mögt. Ich mag pinke Blushes auch nicht so gerne. Ich habe hier aber von Alterra Naturkosmetik den Multicolor Rouge in der Farbe Rose Shimmer. Sieht unglaublich schön aus, das Pressing. Ganz, 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 ganz tolles Pressing.
Mir ist es ein bisschen zu glowy und der Schimmer da drin ist so ein bisschen silbrig. Wäre der Schimmer Rosé Gold gewesen, wäre der, glaube ich, krass. Dadurch, dass du eine rosane Grundlage hast oder so eine mauve-farbene Grundlage hast, aber dann diesen kühlen Schimmer, wirkt es recht bläulich auf den Wangen. Im Winter mit Sicherheit sehr, sehr schön oder wenn du eher einen kühlen, neutralen Hautunterton hast. Ich bin ja Marge Simpson und ein bisschen Olivenöl. Da sieht das dann nicht so schön aus. Textur, Farbabgabe, habt ihr aber gerade gesehen, ist sehr, sehr gut. Und manchmal ja. Ich probiere es halt immer wieder aus und ab und zu ist da ja bestimmt auch mal ein Treffer dabei. Ich habe noch ein Skincare-Produkt mitgenommen. Da bin ich sehr gespannt. Habe ich ganz, ganz viel bei TikTok gesehen. Das ist von Neutrogena. Ich liebe die Aqua Boost Creme. Großartige Pflege, wenn du wirklich nichts willst, was duftet, die einfach nur unglaublich viel Feuchtigkeit spendet. Neutrogena ist wieder so ein bisschen auf den Zettel gekommen. Ich weiß, meine Mutter, seitdem ich sie kenne, das sind jetzt auch schon fast 30 Jahre, Neutrogena. Immer Neutrogena für ihr Gesicht und sie hat diese Bodylotion zu Hause. Neutrogena hat jetzt aber hier Antipickel, 7% AHA und Panthenol, Liquid Exfoliant, ein flüssiges Peeling rausgebracht, parfümfrei. Ich benutze das ausschließlich an Tagen, wo ich weiß, oder in einer Woche, wo ich weiß, es ist schlechtes Wetter, ich gehe nicht raus oder ich muss nicht viel rausgehen. Im Sommer mache ich das nicht. Im Sommer mache ich keine chemischen Peelings. Sehr, 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 sehr selten. Ab und zu ist natürlich immer ein bisschen Glykolsäure mit drin. Aber das ist nur mein Ding, weil ich mich so oft am Tag abschminke, dass meine Haut gar keine Chance hat, tote Hautschüppchen zu bilden. Deswegen brauche ich das nicht. Jetzt im Winter benutze ich sowas aber mal ganz gerne. Glykolsäure ist mit drin, 7% AHA, 5% davon sind Glykolsäure, 0%, 0,5% Panthenol, um das so ein bisschen zu beruhigen. Ich habe viel Gutes davon gehört. Was ich mit sowas gerne mache, ist zum Beispiel, wenn ich hier, ne, geht jetzt schon wieder los, hier an den Ellenbogen oder an den Fersen. Freunde, wenn ihr trockene Füße habt, probiert sowas mal aus. Funktioniert immer ganz gut. Ein Produkt, und das hat mir bis jetzt am allerbesten gefallen. Ihr habt es ja gemerkt, mein Make-up verändert sich so ein bisschen und ich bin eher etwas auf dem Trip auf das Natürliche, etwas Kühlere. Und ihr seht es, dass ich was auf den Augen trage, was kaum zu sehen ist, aber du siehst es trotzdem und es ist schön. Und zwar habe ich wäre da vor einem Jahr wäre ich da einfach dran vorbeigegangen. Manhattan, Wonder Cloud, All Day Wear Soft Shadow gab es in zwei, drei Farben. Das ist ein matter Mono Liquid Eyeshadow. In einer Farbe, die spektakulär kühl ist. Die ist so ein bisschen mußig und bei meiner Hautfarbe siehst du sie kaum auf den Augen. Aber das ist so natürlich und ich finde manchmal, wenn man kein Make-up, Lidschatten-Make-up tragen möchte, ist sowas immer ganz gut. Einfach ein bisschen kühl und ich dachte, bei Grau sieht man immer so ein bisschen leblos aus. Ich finde jetzt nicht, dass ich groß leblos aussehe. Es rahmt einfach das Auge ein bisschen mehr ein. Die Farbe ist aber so spektakulär kühl, dass ich mir gedacht habe, das könnte auch so ein tolles 2-in-1-Produkt sein. Und man könnte das vielleicht, kann man, als Kontoprodukt benutzen. Werde ich weiter testen. Auf den Augen gefällt mir das aber sehr, sehr gut. Ich muss natürlich nochmal schauen, wie es hält. Aber ich mag sowas im Moment einfach ganz gerne, wenn es so ein bisschen. Ja, ein bisschen reduzierter sein darf, nicht so doll, nicht so viel. Und da finde ich sowas mal ganz schön. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Vielleicht habt ihr ja auch ein Produkt, wo ihr sagt, hey, das hat euch gut gefallen. Das sollte ich vielleicht noch mal testen. Ich muss die Tage auch noch mal zu DM gehen, dann werde ich mir da noch mal ein bisschen was anschauen. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Haltet Ausschau nach meinem Vlog, der sollte in den nächsten Tagen vielleicht kommen. Ich habe die letzte Woche fleißig mitgevloggt. Wünsche euch den schönsten Abend, das schönste Wochenende. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.